Hallo und herzlich willkommen zurück zum Karrieremodus mit dem FC Hansa Rostock. Unser nächstes Spiel steht an. Gegen VfL Wolfsburg. Schön, dass du wieder mit am Start bist und wir gehen es zusammen an. Ich hoffe, wir konnten im letzten Spiel den Knoten so ein bisschen lösen. Ich hoffe, der Knoten konnte platzen. Wir können endlich wieder Leistung bringen. Das wäre richtig wichtig auf jeden Fall. Aber als erstes gehen wir tatsächlich mal so ein paar Scouting-Filter hier bei uns durch, okay? Was haltet ihr denn davon? Wir haben ja hier so ein paar Leute, die hier am Scouten sind. Die hier immer brav uns präsentiert werden. Und ich würde sagen, da scouten wir doch mal ein paar Leute durch, weil das wäre schon wichtig. Zum Beispiel diesen hier. Arno Sola und Bradley Locco. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Dann, was haben wir denn hier? Weltklasse-Talente. Das ist doch auch immer wichtig. Da scouten wir die auf jeden Fall auch alle durch. Alvaro, den kenne ich tatsächlich nicht. Satriano, warum ist der noch als Weltklasse-Talent drin? Wild. Jonas Urbig bei Stade Rem. Auch wild, dass der noch als Weltklasse-Talent zählt. Okay. Anscheinend wird das nicht geupdatet über die Zeit bei FIFA. Das finde ich ein bisschen komisch. Oder bei EA auf jeden Fall. Danny Loader. Carrasco. Das hat gerade... Wenn von dem der Vertrag ausläuft, wie lustig wäre das nochmal Carrasco zu holen, aber wir spielen halt nicht mit den Flügelspielern, ne? Die Baller ist halt auch Wahnsinn. Das wäre halt auch richtig heftig. Oh, guckt euch das mal an, ey. Also Paulo Dybala, das wäre doch mal ganz nett, oder? Was meint ihr? Mbemba, den kennt man auch. Billy Orban, ja, kennt man auch. Bei Arsenal aktuell. Spannend. Antonio Silva. Ja. Wie heißt denn nochmal... Oh, jetzt überlege ich gerade. Den wollte ich doch auch nochmal gerne scouten. Wartet mal ganz kurz. Wie heißt denn der nochmal? Moment. Der, wie hieß er denn nochmal? Der ist doch auch noch relativ jung. Der ist doch noch relativ jung. Der Stürmer. Gonzalo oder so? Haut das hin? Gonzalo. Ach, hier habe ich es ja stehen. Gonzalo Ramos. Da, das ist er. 87. Boah. Guckt euch mal das Biest an. Guckt euch mal das Biest an. Boah. Abschluss 90. Hohoho. Guckt euch das Biest mal an. Stärke 93. Stellungsspiel 92. Ausdauer 89. Aggressivität 86. Boah, ist das ein Biest. Ist das eine Granate. Wahnsinn. Junge, Junge. Not bad, not bad, Herr Kollege. Not bad. Ja, gut. Richtige Granate auf jeden Fall. So, wir haben ein paar Scout-Abschlussberichte zu Kenneth Smith Schmidt. Ist ja ein Deutscher. Ich nenne ihn trotzdem Kenneth Smith. So, Estrella Amadora spielt er aktuell. Ja... Ja, da ist der Chiarodia auf jeden Fall besser, würde ich mal sagen. Josh Duik. Oh, eine 82, auch strong. Junge, ich finde das auch immer so spannend, wenn die so riesig sind, ne? Die, ich meine, der ist 1,89. 1,89 und hat einfach ein Sprinttempo von 88 und Antritt von 90 und 87er Ausdauer. Was ist denn los mit dem? Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Passen kann er auch. Flanken ist er auch ganz gut. Das ist wirklich ein richtig, richtig guter Spieler. Tatsächlich sehr spannend. Matteo Prati, den haben wir schon länger auf der Transferliste. Spielt auch bei Stade Rem. Er ist auf jeden Fall auch nochmal ganz spannend. Ist ja auch noch relativ jung. Kommt bald ins beste Fußballalter. Er ist im besten Fußballalter. Er ist aber tatsächlich nicht ganz so gut. Obwohl, dann kann ich ihn auch einfach streichen, ne? Gin, Mensch, dann kannst du ihn nicht, den Prati. Dann kannst du ihn auch einfach streichen. Weil das ist, glaube ich, nicht gut. Eine 75, das reicht uns nicht, ehrlich gesagt. Das reicht uns nicht.
So, machen wir mal weiter. Stimmt, wir können gleich nochmal gucken. Ich habe gerade nicht so schnell gerade auf die Tabelle geguckt. Bayern hat leider gewonnen. Schade. Schade. Das gibt's doch gar nicht. Und Leipzig ist dran an uns. Ey, guckt euch das mal an. Nur noch 5 Punkte Rückstand. Da müssen wir richtig aufpassen. Da müssen wir richtig aufpassen. Unsere Ziele sind... Ja gut, da kommen wir nicht mehr hin. Also tut mir leid, Herr Vorstand. Das kriegen wir nicht mehr hin. Außerdem haben wir das erfüllt und das haben wir erfüllt. Also von daher, und das auch. Das ist in Ordnung, das kriegen wir ausgeglichen. Nathaniel Brown hat die optimale Bissigkeit. Das ist schon mal nice. Hier ist sonst alles normal, ne? Ja, das sieht doch gut aus. Oh, und anscheinend stehen unsere Europa League-Gegner fest, weil wir haben nämlich, da wurden nämlich Spiele verschoben. Jawohl, wir spielen gegen Porto. Alter, und wir haben den richtigen Kracher. Ey, das müsst ihr euch mal reinfahren. Europa League, Achtelfinale. Europa League, Achtelfinale. Bayern gegen Man City. Was ist das denn für ein Spiel? Oh mein Gott. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Warum das denn? Spielt... Wartet mal. Spielt Haaland da noch? Ja, bestimmt, ne? Muss ja. Und der ballert da nicht alles weg? Der spielt da noch. Und der ballert da nicht alles weg? Das kannst du mir doch nicht erzählen. Oh, Sprinttempo 98, ey. Kannst du keinem erzählen. Stellungsspiel 99. Abschluss 99. Volleys 95. Das ist unfassbar. Der Typ, ne? Der Typ ist krank. Der Typ ist einfach krank, sag ich euch. Einfach, also keine Ahnung, was mit dem abgeht, Freunde. Aber Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. So. Wollte ich sonst noch irgendwas gucken? Ich wollte noch mal in die Jugendakademie gucken, weil hier müssen wir definitiv richtig hart aussortieren, ne? Hier müssen wir richtig hart aussortieren, Freunde. Ich sag euch ganz ehrlich, oder schmeiße ich die tatsächlich alle wieder? Lukas Lindberg, der sieht auch krass aus, ne? Der sieht auch richtig crazy aus. Werfe ich die alle einfach unter 60 weg? Ich meine, schaut euch den an. Ich glaube, das David Werner. In 6 Wochen, okay. Der braucht noch ein bisschen. Also so ein paar haben wir, aber... Ach, nee, komm, wir warten erstmal. Wir warten erstmal, Freunde. Wir warten erstmal. So, jetzt ist es auf jeden Fall wichtiger, dass wir gegen Wolfsburg definitiv Punkte holen. Beziehungsweise 3 Punkte holen. Und wir haben Glück. Wir sehen nämlich, Antonio Silva ist tatsächlich verletzt. Der spielt dabei verletzt. Rot gesperrt. Der spielt dabei Wolfsburg. Den finden wir ja auch ziemlich klasse. Der wurde uns ja auch empfohlen von euch. So, wir gucken mal aufs Team. Elliot, die haben ein krasses Team, ne? Das muss man sich mal reinziehen. Jens und Cesiger sind noch da. Kotzer und Fischer, okay. Wind ist auch noch da. Riddle Baku. Lindström haben sie sich dann jetzt in der Winterpause geholt anscheinend. Wichtige Offensivkräfte ist auf jeden Fall Harvey Elliott. Auch ein krasses Talent. Aber wir gehen mal zur Pressekonferenz. Willkommen zur Pressekonferenz. Wir sind nun bereit. Sie spielen nach wie vor besser als alle erwartet hatten und ein Platz in der oberen Tabellenhälfte scheint im Bereich des Möglichen. Ist Ihr Team gut genug, um weiter solche Leistung zu zeigen? Ja, also ich sag ganz ehrlich, hoffentlich ziehen alle mit. Also ich bin auf jeden Fall dazu bereit. Und ja, ich hoffe, alle haben Bock und wir kriegen das hin. Im letzten Duell gegen VfL Wolfsburg haben wir ein hitziges Spiel erlebt. Was erhoffen Sie sich diesmal? Diesmal erhoffen wir, dass wir unsere Taktik ein bisschen souveräner aufziehen können und dass es ein bisschen besser läuft, ehrlich gesagt. Und wir wollen natürlich auch dieses Mal gewinnen. Tonics, könnte VfL Wolfsburg gegen ihre
Mannschaft gewinnen? Natürlich. Ich meine, wir sprechen hier von einem Erstligisten. Wolfsburg hat ein richtig klasse Team. Und möglich ist immer alles. Aber diesmal sage ich, unsere Siegchancen stehen gut. Die Pressekonferenz. So. Und dann gucken wir doch mal, was so hier bei uns im Team abgeht. Mikkelsen auf jeden Fall. Oh, Mikkelsen mit einer 75. Das ist halt nice, ne? Das ist halt richtig nice. Ich glaube, wir gehen auch tatsächlich so rein. Da wird sich nicht so viel verändern. Die sind eigentlich alle happy soweit. Ich glaube, das lassen wir einfach so, Freunde. Ich glaube, das lassen wir einfach so. Wir gehen ins Spiel. Wir empfangen den VfL Wolfsburg im Ostseestadion um 17.30 Uhr am 27. Februar 2028. Schiedsrichter ist Yannick Zöckler. Und es scheint die Sonne. Sehr schön. Also, auf geht... Also, auf geht's ins Spiel. Jetzt aber. Viel Spaß. So, auf geht es jetzt, meine lieben Freunde. Anstoß, VfL Wolfsburg, Balogun stößt an. Und damit viel Spaß beim Spiel. Wir versuchen natürlich hier zu punkten. Ist doch ganz logisch. Wir müssen punkten, wenn wir da weiter oben dranbleiben wollen. Harvey Elliott hier geht einfach direkt nach vorne. Der hat richtig Bock, der Boy. Balogun. Sehr schön, Mikkelsen. Richtig guter Ballgewinn. Und Larsen bleibt hier Sieger. Sehr schön. Auf Liestes. Liestes. Oh, Flanke. Oh, Sanchez, schade. Hätten wir eigentlich auch den Freistoß mitnehmen können. Schade. Leider zu spät gerade geschnallt. Cesiger. Skov Olsen. Und gut von Ignacio geholt. Aber dann Damsgaard holt sich den Ball wieder. Und dann kommt Meier. Der hat uns ja auch schon mal ein paar Törchen eingeschenkt. Der Kollege Mikkelsen, wieder klasse Ballgewinn. Der wird auch immer besser, der Boy, ne? Junge, Junge, Junge. Mikkelsen, gefällt mir richtig gut, der Junge. Guter Junge ist das. Guter Junge, pass auf Duck. Und Duck schießt, aber macht ihn nicht. Ach, schade, schade, schade. Das hätte es doch sein können, das 1:0. Ach, es wäre eigentlich auch gar nicht so unverdient, weil bisher verteidigen wir sehr, sehr gut, finde ich. Kotzer. Auch einfach der krasseste Name ever. Um Sanchez. Sehr schön wieder mal den Ball geholt. Genauso möchten wir das nämlich. Und da startet Larsen durch. Und das Larsen. Larsen auf Larsen und Larsen schießt, aber Larsen. Ach Mensch, egal. So, Sadilek-Eckball. Ignacio. Das war ja nix. Hat ihn aber auch auf den rechten Fuß gehabt. Was soll er machen? Aber wie man so schön sagt, Eckball ist immer das Allerbeste, wenn man dann einfach einen Abschluss hat. Weil nicht in den Konter reinlaufen, das wäre ganz schön ärgerlich. Immer. Deswegen am besten Eckball einfach Abschluss suchen. Auch wenn er in die 28. Reihe geht. Immer besser, wenn man da einfach dann drauf knallt. So wie die jetzt gerade. Aber Lopez hält. Nicht zu überraschen, unser Keeper. So, Eckball, Meier. Damsgaard ist verletzt. Ui, was ist denn da passiert? Gar nicht mitgekriegt. Elliott. Oh, was ein Pass. Was ein krasser Pass von Elliott, ey. Dass das überhaupt geht, so tief da in den Rücken rein. Junge, Junge, Junge. Mal Elliott. Oh nein, und Liestes verursacht den Elfmeter. Oh, da geht er viel zu ungestüm rein. Eieieiei. Ja, das war nicht gut. Das war nicht gut. Da kommt er einfach zu spät und stellt ihn noch ein Bein. Eieieiei. So, wer wird schießen?
Wir werden es gleich sehen. Mal gucken, ob Lopez hält. Balogun hält. Schießt. Er schießt einfach in die Mitte. Er schießt einfach in die Mitte und damit steht es 1-0. Oh, die singen, hier regiert der VfL. Krass. Das ist doch eigentlich, hier regiert der FCH, oder was? Eieiei, und da steht es 1-0 für Wolfsburg. Knoten also doch noch nicht geplatzt. Oh, wir hätten einfach stehen bleiben müssen. Ist das bitter, ey. Das passiert auch eher selten eigentlich, dass tatsächlich der Computer in die Mitte schießt. Habe ich so noch nie erlebt. Habt ihr das schon mal erlebt? Ich würde sagen, warum läuft denn Leash-Tester nicht weiter? Das war auch nicht gut, ne? Come on, Leute. Come on, Eileen. Tja, anscheinend muss Kerkis wieder zurückkommen, wa? Läuft wohl nur mit ihm. Obwohl ja tatsächlich Mikkelsen, finde ich, ihn eigentlich richtig gut da ersetzt. Aber irgendwie ist so ein bisschen Luft raus gerade, oder? Das Gefühl. Aber ich meine, wir haben ja auch eine krasse Hinrunde gespielt, wenn man sich das mal überlegt. Wir sind einfach Herbstmeister geworden und seitdem sind wir nur am Seitdem sind wir nur am Verkacken. Hä? Also das war ja auch schon wieder frech. Habt ihr das gerade gesehen? Mensch, bitte. EA. Mein Verarschen kann ich mich alleine, ne? Da brauche ich euch nicht für. Danke. Sag ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Duck. Schöner Schuss von Duck, aber leider nicht von Erfolg gekrönt. So, Sadilek, Eckball. Larsen. Jens springt aber höher. O'Reilly. Schade. Aber richtig guter Schuss von ihm. Larsen. Darf auch nochmal. Und dann hat Samba ihn. Schade. Duck versucht da voll mit dem Körper reinzuspringen. Kriegt da aber eher die gelbe Karte, wenn er nicht aufpasst. So, Samba mit dem Abschlag. Sag mal, warum grätschen die denn da so? Ja, toll. Warum haben die denn da so reingegrätscht, ey? Schön panisch erstmal den Pass gesucht. Hart. Wolfsburg ist hart. Duck, sehr schöner Steckpass von Sadilek hier auf Duck. Ach, Mensch. Das war ja auch gerade wild, die da hinten gemacht haben. Ey, 1-0 für Wolfsburg durch den Elfmeter. Mensch, irgendwie, da kommt nicht mehr so viel, ne? Also anscheinend, ich glaube, die haben uns so langsam echt geknackt. Schaut euch das mal an. Ey, wir können einfach nicht zufrieden sein. Wir können nicht zufrieden sein, Freunde. Bester Spieler Mikkelsen mit einer 6,3. Also, das ist ein schlechter Scherz, das. Freunde. Duck. 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 Schade. Ich meine, klar, von uns kommt auch nicht so viel, ne? Ich meine, wir haben ja schon länger einfach die Taktik, dieses nach vorne rennen und mit Schnelligkeit zu punkten. Aber da kommt nicht mehr so viel, ey. Es ist echt hart. Ignacio fällt hin, ey. Oh mein Gott, da steht es fast 2-0. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Bitte nicht, Freunde. Bitte nicht. Oh Mann, und dann diese einfachen Dinger, ne? Die kommen dann nicht an, ey. Das kann nicht wahr sein, wirklich nicht. Das kann doch nicht angehen. Oh mein Gott, Balogun. Ey, die hauen richtig durch, die Wolfsburger. Also ich weiß nicht, was da von uns gerade... Von uns kommt da nicht viel. Also wir spielen gerade aktuell überhaupt nicht mit. Man sieht auch, Wolfsburg... Lässt sich auch richtig nach hinten fallen, ne? Man sieht ja, wie viele Spieler, die bei uns da im Dings haben. Das geht nicht durch, ne? Das ist eine miese Geschichte, ey. Da versucht man dann den Doppelpass, ne? Aber es klappt alles nicht. Alles ist gerade nicht von... Boah, Lopez, ey, Gott sei Dank.
alles nicht von Erfolg gekrönt gerade. Das ist so ein bisschen... Oh Mann, und dann kommen die einfachen Sachen nicht an. Und das Krasse finde ich, guckt euch das mal an, wie viele Spieler die tatsächlich hinten haben. Und mit ganz wenig vorne sind die so effizient und so erfolgreich. Das, also wir werden hier gerade ganz krass geknackt, ehrlich gesagt, sage ich euch. Ganz extrem werden wir hier gerade geknackt. Oder hat sich aber Jens verschätzt, oder? Oder wer war das? Und da macht Larsen das Tor richtig wichtig. 1:1. Auch schön, dass Larsen wieder knipst. Geil. Weiter jetzt. Weiter. Come on, bitte. Wirklich, das muss doch jetzt was werden. Komm schon. Auf jetzt. Richtig gutes Tor von Larsen. Schön. Schön reingedreht. Herrlich. Herrlich, Freunde. So, Cesiger. Bisschen Konzentration jetzt, come on. Oh! Guck mal, aber seht ihr das? Wie viel die da überspielen, wie viele Spieler? Wir stehen eigentlich richtig kompakt, ne? Aber die Spieler stehen so weit entfernt. Das ist crazy. Also das ist eine sehr starke Taktik gegen uns, habe ich wirklich den Eindruck. Sehr schön, O'Reilly. Das war natürlich scheiße. Duck, oh Mann. Das reicht nicht. Mikkelsen, sehr gut. Come on. Duck. Da kommt Kotzer. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Come on. Meier. Und da wird abgepfiffen. Zum Foul. Okay. Schiri, wir wollen wechseln. Mikkelsen macht so einen guten Job, aber der ist immer so platt, ne? Das ist so mies. So, Jakobsen. Komm, wir versuchen es nochmal hier mit Novoa. Auf geht's. Auf geht's, come on. Oh! What? Haben wir gerade so schön viel Druck aufgebaut, ne? Und dann wird das nichts. Oh, Sadilek. Richtig gut gemacht. Come on. Oh, was ist das denn? Er wird den Ball nicht los. What? Hä? Was hat das denn gerade schon wieder komisch? Hä, was ist das denn schon wieder komisches? Warum kann ich denn den Sanchez nur so halb steuern? Das war ja auch gerade schon wieder wild. Und Lopez hat ihn. Gott sei Dank. Sehr schön. Come on. Novoa. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm schon, Novoa. Komm. Renn. 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 Novoa 2:1. Geil. Geil, 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 geil. Was ein Joker, Freunde. Was ein Joker. Komm schon. Mega. Warum liegt der Torwart da an der Eckfahne daneben? Habt ihr das gerade gesehen? Warum lag der Torwart da gerade? Hä? Geil, ey. Oh, Novoa setzt sich durch. Unser Edeljoker, Freunde. Unser Edeljoker. Sehr schön. So soll's sein. Komm, 2:1. Wichtig. Komm schon, 3 Punkte. Auf geht's. Auf geht's, Hansa, kämpfen und siegen. Komm, dranbleiben da. Dranbleiben, setz dich da ordentlich unter Druck. Oh, klasse von Brown. Klasse von Brown. Klasse von Brown. Und der Pass auf Larsen, ist das Abseits? Es ist kein Abseits. Oh mein Gott, Brown. Brown. Es ist gar nicht Brown. Aber Brown hat den Pass gut gespielt. Und Novoa macht den Doppelpack. 3:1 für Hansa. Wahnsinn.
Wir drehen das Spiel in der Endphase. Novoa, unser Edeljoker. Das gibt es nicht. Jetzt flippen alle komplett aus. Wahnsinn, wir drehen das Spiel in den letzten Minuten. Oh mein Gott, auch so wichtig, da jetzt das 3:1 zu machen. Auch so wichtig, dass Larsen da den Ball nochmal abspielt und Novoa definitiv das 3:1 macht. Und jetzt pfeift der Schiedsrichter ab und wir gewinnen gegen Wolfsburg. Junge, was für ein hartes Spiel. Das war ein absolut hartes Spiel. Da mussten wir richtig kämpfen, da mussten wir alles reinpacken. Da wurde uns wirklich alles abverlangt. Wahnsinn. Wahnsinn. Junge, das war... Alter Schwede. Alter Schwede. Beziehungsweise alter Finne. Mann. Wir können uns hier zurecht feiern lassen von unseren Fans. Das sind wieder mal sehr schöne Bilder. Ah. Yes, natürlich reden wir Englisch bei uns in der Kabine. Oh mein Gott, Leute, ich bin so happy. Ich bin so happy, dass wir das gewinnen konnten. Schaut euch das mal an, wir haben 37% Ballbesitz. Das kannst du keinem erzählen. Versuchte Pässe 69. Wir spielen aktuell wirklich die größte Grütze. Das gibt's doch gar nicht. Die Leistung sind aber tatsächlich Larsen und Novoa. Novoa, der Edeljoker. Guckt euch das an, die beiden. 9,0 und 9,1 und dann der nächstbeste hat eine 6,9. Also ich weiß nicht, was da los ist. Duck nur mit einer 6,3. Jakobsen wieder enttäuschen mit einer 6,0. Eieieiei, das ist nicht gut. Ey, das ist nicht gut, was wir da aktuell für einen Fußball spielen. Es ist nicht gut. Schlimm. Mann, das muss besser werden, ehrlich. Ich meine, wir holen noch Punkte, Gott sei Dank. Sonst wäre die Stimmung wieder im Arsch, aber... Tja... Novo hat heute 2 Tore gemacht und den Sieg geholt. Ihr Kommentar zum Helden des Spiels. Ja, absoluter Edeljoker, den wir da haben. Ich finde wir haben eine richtig gute Bank. Wir haben sehr viele hungrige Spieler, die einfach darauf warten, die dann ihre Einsätze auch nutzen, so wie Novo heute. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also, grandioser Auftritt von ihm. Vor dem Spiel gingen alle davon aus, dass sie auf Augenhöhe mit dem VfL Wolfsburg sind. Hatten sie Zweifel am Sieg? Naja, also am Anfang, als wir da den Elfmeter verschuldet haben von... Lichtstest, der da echt falsch reingeht, viel zu ungestüm, das war definitiv nicht gut. Aber dann würde ich mal wirklich behaupten, ich sage, entscheiden wir unsere gute Abwehrarbeit, aber wir haben eigentlich nicht viel gemacht. Das war tatsächlich Glück, dass wir da ins Spiel wieder reinkamen. 2 Individualleistungen mit Novoa und mit Larsen. Der nächste Sieg, hat VfL Wolfsburg ihrer Meinung nach gut gespielt? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir hätten fast verloren, die haben wirklich sehr gut gespielt. Also, Glückwünsche da an der Stelle auch an den VfL. Gut, dann schauen wir mal in den Spielerchat. Ich muss öfter spielen, die geringe Anzahl. Da gehörst du natürlich weiter zum Team, lieber Usun. Das ist natürlich ganz klar. Und wir haben tatsächlich Bayern überholt. Oh mein Gott. Wait a minute. Wir haben Bayern überholt. Wie kommt das denn? Gegen wen hat Bayern denn gespielt? Gegen wen hat denn Bayern gespielt? Gegen Dortmund haben sie verloren. Gegen Schalke haben sie 3:0 gewonnen. Gegen Hoffenheim haben sie 3:1 gewonnen und dann haben sie aber verloren. Gegen wen denn? Gegen Mainz. Gegen den 16. haben sie 2:0 verloren. Das ist bestimmt Perez dran schuld. Das war jetzt sehr gemein, ich weiß. So, monatliches Scouting-Update. Wir gucken hier nochmal. Der wird auch noch weiter gescoutet, come on. Das verstehe ich nicht. Zwar einen guten Wert. Uff, ist auch gar nicht mehr so gut. So, das haben wir. Der ist auch nicht gut. Oh Gott. 28 bis 38 hat er aktuell nur. Eieieiei. Der bleibt auf jeden Fall mal weiter drin. So, der wird schon seit 2 Monaten gescoutet. 68 bis 88 bleibt auch mal drin. Der bleibt auch noch mal drin. Und der auf jeden Fall auch. Shilat Kiss. Boah, nee. Nee. Ui. Der sieht ganz nett aus. Shoran Simon. Ey, der sieht auch gut aus.
Den behalten wir natürlich auch mal drin. Ede Wager. Nee, nicht so gut. Nee. Die bleiben definitiv mal drin. Dann haben wir hier noch Deutschland. Oh, 75 bis 94. Das sieht da richtig gutes, nach richtig gutem Potenzial aus. So, das finde ich gerade nicht so toll hier, was hier so da gerade kommt. Jakob Klein könnten wir uns nochmal angucken. Ui, ui, Dominik Schmidt. Strong. 76 bis 94. Antritt. Guckt euch das mal an. Wahnsinn. Wahnsinn. Die bleiben auf jeden Fall noch am Stissel. So, und jetzt simulieren wir nochmal die Woche zu Ende bis zum Frankfurt-Spiel. Und danach geht es schon gegen Porto, wie ihr gerade gesehen habt. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir, ich tippe mal das Frankfurt-Spiel auf jeden Fall, logischerweise zocken. Und vielleicht schaffen wir auch schon das Porto-Spiel. Das wäre auf jeden Fall richtig, richtig spannend. Und ja, ich freue mich, wenn du wieder mit am Start bist. Und wenn es dir gefällt, ne, dann lass doch gerne ein kostenfreies Abo da. Würde mich extrem unterstützen. Und schreib auch einen Kommentar. Wir können auch, wie ich schon angeboten habe, gerne weiterhin über die aktuelle Situation von Hansa diskutieren. Ich müsste euch nur bitten, ich kann natürlich in den Kommentaren, kann ich natürlich in Echtzeit quasi darauf antworten. Wenn ihr aber so hören wollt, irgendwie, was ich dazu meine etc. pp., dann kann sich das durch meine Aufnahmetage immer so ein bisschen verzögern, aber ich beantworte auf jeden Fall immer alles. Und lasst doch auch gerne ein Like da. Dann schon mal vielen lieben Dank an Voraus und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, köstliche Grüße, dein Gin Tonics. Ciao!